Hoppala, ich habe gar nicht gemerkt, dass da jemand ist. Das ist super, dass du da bist. Ich heiße Symmetria und möchte ein Herz ausschneiden. Dennoch ist mir das nicht ganz so gut gelungen. Ich bräuchte deine Hilfe. Ich kann dir gerne helfen. Ich bin Sophia und begleite dich hier durch den Mathematik macht Freude, Freunde Video-Lernzyklus zur Symmetrie. In diesem Video geht es darum, dass du danach die wichtigsten Begriffe der Symmetrie nennen und erklären kannst. So wirst du erfahren, was symmetrisch oder achsensymmetrisch bedeutet, was hinter dem Begriff deckungsgleich steckt und was man unter einer Symmetrieachse und einer Spiegelachse versteht. Anschließend wirst du es auch schaffen, alleine eine symmetrische Figur durch einen sogenannten Faltschnitt herzustellen. Das hört sich doch spannend an. Lass uns starten mit unserer Reise durch das Land der symmetrischen Figuren. Um Eulesymmetrias Problem zu lösen, eignet sich ein Faltschnitt hervorragend. Mit Hilfe von diesem können alle symmetrischen Figuren, zum Beispiel ein Herz, hergestellt werden. Jetzt bist du sicher ganz gespannt, wie so ein Faltschnitt geht und was dieser mit Symmetrie zu tun hat. Du brauchst für einen Faltschnitt nur ein Blatt Papier, einen Stift, am besten eignet sich dafür ein Bleistift und eine Schere. Nimm zuerst das Blatt Papier her und falte es in der Mitte. So entsteht eine Faltlinie. Zeichne an der Faltlinie, am besten mit einem Bleistift, die Hälfte eines Herzens. Schneide es anschließend mit einer Schere aus. Falte es anschließend wieder auseinander. Und siehst du, ein wunderschönes symmetrisches Herz ist entstanden, nur mit Hilfe eines Blatt Papiers, eines Bleistifts und einer Schere. Symmetria hat sich über meine Hilfe sehr gefreut und hat dann gleich begonnen, begeistert weitere Faltschnitte zu erzeugen. Probier es auch aus und erzeuge einen Faltschnitt deiner Wahl. Pausiere dafür das Video. Eventuell hast du durch den Faltschnitt einen Kreis, ein Quadrat, einen Stern oder sogar einen Baum oder eine Schneeflocke gebastelt. Die Welt der Faltschnitte ist wunderschön und unendlich groß. Vielleicht fragst du dich jetzt, was all das mit Symmetrie zu tun hat. Eine Figur, deren Hälften beim Falten an der Symmetrieachse genau aufeinander passen, heißt symmetrisch. Die Faltlinie, an der wir gefaltet haben und das Herz gezeichnet haben, nennen wir Symmetrie oder Spiegelachse. Daher können wir anstelle des Begriffs symmetrisch auch die Bezeichnung achsensymmetrisch verwenden. Ich habe noch eine andere Beschreibung der Symmetrie für dich. Jeder Punkt der Figur hat von der Symmetrieachse den gleichen Abstand im rechten Winkel, einmal nach links und einmal nach rechts. Beziehungsweise, wenn die Symmetrieachse so liegt, also waagrecht, dann nach oben und nach unten. Und auch wenn die Symmetrieachse vielleicht so, also quer liegt, hat jeder Punkt von der Symmetrieachse auch auf beiden Seiten den gleichen Abstand im rechten Winkel. Beide Hälften der Figuren liegen genau aufeinander und wir sagen, dass die beiden Hälften einer symmetrischen Figur deckungsgleich sind.
Unsere wichtigen Begriffe lauten also symmetrisch ist gleich achsensymmetrisch, Symmetrieachse ist dasselbe wie die Spiegelachse und deckungsgleich. Drücke auf Pause und schreibe nun zu jedem der Begriffe eine Erklärung in eigenen Worten auf. Ich habe das auch gemacht. Vergleiche unsere Erklärungen. Sie können auch ein wenig anders formuliert sein. Nun bist du bereit, mit mir der wunderschönen Welt der Symmetrie im nächsten Video näher zu kommen. Dort wirst du erfahren, wie man feststellt, ob eine Figur symmetrisch ist oder nicht.